Monat begrüßen zu einer Pressekonferenz. Begrüße natürlich auch sehr herzlich den Trainer der Gäste Franco Foda und darf Sie gleich bitten, eine kleine Kurzanalyse zu diesem aus Sicht von Rapid 2:1. Ja. Leider sind wir schon relativ früh in Rückstand geraten durch einen individuellen Fehler. Und denke aber trotz allem bis zum 1:1 war Rapid sicherlich im Ballbesitz etwas feldüberlegen. Aber es gab auf beiden Seiten dann wenig Tormöglichkeiten. In der ersten Halbzeit hatte Rapid, glaube ich, noch eine durch einen Stangelpass. Und das haben wir dann in der Halbzeit angesprochen. Wir wollten ja Rapid früh attackieren, das haben wir auch getan. Komplette erste Halbzeit, hatten gute Balleroberungen. Leider haben wir dann im Spiel nach vorne die Bälle wieder zu schnell verloren. Keine Passqualität im letzten Drittel, Verantwortung abgeschoben. Zweite Halbzeit Ausgleich erzielt. Und komischerweise nach dem Ausgleich war dann 20 Minuten lang Rapid klar die bessere Mannschaft. Hatten da 3-4 Riesenmöglichkeiten, hätten eigentlich schon früher in Führung gehen müssen. Es war im Prinzip dann in dieser Phase nur Frage der Zeit, bis wir ein Gegentor erhalten. Leider Gottes ist es dann auch passiert. Ja, und das Komische im Fußball ist dann, komischerweise nach dem 2:1, waren wir auf einmal dann am Drücker. Rapid hat sich zurückgezogen. Aber wir hatten dann bis auf 1-2 Situationen dann aber trotzdem keine großen Möglichkeiten mehr rausgespielt. Ja, insofern sind wir klar enttäuscht, wir haben verloren. Und Rapid dann aufgrund auch dieser 20 Minuten dann auch letztendlich verdient gewonnen. Danke sehr. Okay, Gratulation natürlich. Dritter Sieg in diesem vierten Spiel. Das werden uns die beiden alten Herren unter Anführungszeichen richten müssen. Was sagst du zu diesem 2:1-Sieg? Bin durchaus zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft über die fast gesamte Spielzeit. Wir haben versucht, Sturm zu dominieren. Wir haben versucht, offensiv zu spielen, zu agieren, haben sehr hoch attackiert, auch ganz gut und flüssig kombiniert und uns einige Torchancen so herausgespielt. Wir haben uns das Leben aber trotzdem sehr schwer gemacht durch dieses Gegentor, das wir nie erhalten dürfen, so nie bekommen dürfen. Aber die Mannschaft hat wieder sehr viel Aufwand betrieben und schlussendlich bin ich sehr froh und sehr glücklich darüber, dass er sich diesmal auch mit einem 2:1 belohnt hat. Ja, vielen Dank und darf wie gewohnt um eure Fragen bitten. Wie immer, wenn Kollege Hackl nicht im Raum ist, muss sich wer anderer erbarmen. Daher bitte ich, darf ich das bitten, das Mikrofon zu nehmen. Danke. Wie erklären Sie sich, dass nach dem Ausgleich dann dieser Leistungsrückfall kommt? Weil eigentlich könnte man da den Schwung mitnehmen. Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich wollten wir, das haben wir auch in der Halbzeit besprochen, dass wir weiter nach vorne verteidigen wollten, einfach im Passspiel nach vorne besser spielen, noch mehr über die Flügel zum Abschluss kommen. Ja, muss morgen mit den Jungs mal reden, warum wir nach dem 1:1, klar, ich musste dann einen Wechsel vornehmen, Simon Piesinger hatte schon gelb vorbelastet. Wir waren dann einfach nicht mehr kompakt im Zentrum, wir haben dann nicht mehr so gut gegen den Ball gearbeitet, wir haben Rapid viel zu viel spielen lassen und da sind sie dann gut, das haben sie ja nicht nur in der Meisterschaft bewiesen, sondern auch international, dass sie dann so in der letzten Zone sehr ballsicher sind, gut kombinieren, sich Torchancen herausspielen können und deswegen wollten wir sie eigentlich ja weg vom Tor halten, das ist uns über weite Strecken gelungen, aber wie gesagt in diesen 20 Minuten einfach nicht. Und dann hat man gesehen, wenn man dann zu passiv ist hier, dann bekommt der Gegner die Möglichkeiten und ja, in dieser Phase haben wir dann auch berechtigterweise ein Gegentor erhalten. Dankeschön. Bitte, Peter. Herr Foda, nach einem Tor fühlt man sich nicht gut als Trainer. Fühlt man sich noch schlechter, wenn das eine Co-Produktion von zwei ehemaligen Spielern von Ihnen ist? Nein. Also, Sonny hat bei uns sehr gute Leistungen gebracht und ja, Fußball schreibt oft solche Geschichten. Wir haben zu Hause gegen Austria Wien gespielt und Sascha Horvath macht das Tor. Es ist oft so, ja, ist bitter für uns, aber wie gesagt, eigentlich hätte Rapid ja schon früher das 2:1 erzielen müssen. Es ist dann immer bitter, wenn du gerade aus einer Standardsituation, hat uns natürlich auch mit Piesinger ein großer Spieler gefehlt. Wir haben gewusst, obwohl jetzt Rapid nicht die ganz große Mannschaft ist, aber dass es Spieler gibt wie Sonny, wie auch Dibon, die unwahrscheinlich gut in die Bälle gehen, immer gefährlich sind, gute Standardschützen haben. Gut, wir haben es nicht gut verteidigt. Und, aber letztendlich waren diese 20 Minuten waren wir einfach zu passiv. Ende.
Bitte schön, bitte nochmal, Kollege Alex Huber, und dann geben wir es gleich gerne noch vor zum Detail. Okay, das Spiel hat eigentlich von Anfang an so gewirkt, als wäre Rapid der logische Sieger und der Sturmtormann ist aber richtig gut. Hast du dann eigentlich irgendwann das Gefühl gehabt, das ist dann so eine Partie, wo man dann trotz der vielen Chancen vielleicht noch einen Punkt mitnimmt, oder war das schon so ein Gefühl, dass diese Überlegenheit dann am Schluss auch den Sieg bringt? Nein, es war die Hoffnung, dass dann schlussendlich uns das Siegestor gelingt, nachdem wie wir aufgetreten, wie wir gespielt haben. Und die Hoffnung gibt man natürlich nie auf, aber es ist natürlich schon so, dass es auch zum Verzweifeln war, dass man gerade in einer Phase, wo man wirklich sehr, sehr gut im Spiel waren, dass uns da das Führungstor oder auch das 2-0 nicht gelungen ist. Also das ist schon sehr bitter, aber wir sind halt auch so konzipiert, dass wir nie aufgeben, dass wir nie aufhören, dass wir nie Ruhe geben, immer weitermachen, auch imstande sind, das Tempo noch einmal anzuziehen, zu erhöhen. Also spricht ja wieder für die Moral der Mannschaft, dass sie halt auch gewillt ist, solche Spiele unbedingt gewinnen zu wollen. Bitte, bitte. Herr Foder, Lukas Spendelhofer hat moniert, dass die Mannschaft zwar mit Drucksituationen umgehen kann, also nach Niederlagen schon wieder gute Leistungen zeigen kann, aber dann, wenn es gilt, den nächsten Schritt zu machen. Und heute hätte man Rapid vorbeiziehen können, das dem nicht gelingt. Gibt es da eine Begründung? Also ich nehme ja nicht an, dass sie die Mannschaft zu sehr zurücklehnt oder dann zu selbstsicher wird. Es gibt für alles Gründe. Aber die jetzt alle hier aufzuzählen, das würde den Rahmen sprengen und das werden wir dann intern besprechen. Und bin aber kein Trainer, der jetzt danach Ausreden sucht. Wir haben verloren. Rapid war in diesen 20 Minuten besser, viel besser. Und jetzt ist es wichtig, sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren. Bitte, bitte. Was verstehst du unter so dürfen wir das nie bekommen? Ja, es war ein Entwurf für uns und Stefan hat im horizontal eingeworfen. Wir haben dann dadurch einen Ballverlust erlitten, weil die Ausführung einfach auch schlecht war und haben ja, ein Tor bekommen in einer Umschaltsituation, wo wir gewusst haben, dass Sturm Graz da sehr, sehr stark ist. Vor allem auch über die schnellen Außenspannspieler. Ja, und das ist dann so passiert. Also wir haben einen Fehler gemacht, einen taktischen, und der ist sofort bestraft worden. Ja. Es fällt auf, dass der Kainz jetzt die Eckbälle schießt und nicht mehr der Hoffmann. War das, weil die Gegner sich schon Hoffmann eingestellt haben? Nein, es ist deshalb, weil der Kainz erstens einmal ein guter Schütze ist und er hat den Steff irgendwann einmal abgelöst. Und wir haben dann aus einem Corner ein Tor erzielt und ja, deshalb ist im Moment der Kainz dran, die Eckbälle zu schießen. Bitte sehr, gibt es noch die ein oder andere weitere Frage? Wenn nicht, dann herzlichen Dank fürs Interesse, schönes Wochenende und gute Rückreise. Und für uns stehen jetzt mal 4 Auswärtsspiele im Gang, bevor zur Abwechslung.